Hallo zusammen, ich habe am 18.11., also vor einer guten Woche, habe ich ein Video gemacht, dass wir solche Ladegeräte haben für Lithiumbatterien. Die kommen an sich so an. Und das ist jetzt ein Original-Ladegerät, was wir eben bekommen haben. Wir haben etwa 20 Stück ausgeliefert. Ein Teil ist zurückgekommen, weil wir die Kunden angeschrieben haben. Und der Rest warten wir drauf. Aber unsere Kunden haben sich gemeldet. Wir tauschen die Ladegeräte aus. Weil diese Ladegeräte, die wir vom Chinesen bekommen haben, die sind so ausgestattet, zum einmal eine Batterie laden. Das heißt, ich habe eine Lithiumbatterie, hänge die an, plus minus, und 230 Volt, lade die voll, und wenn die Batterie voll ist, schalte das Ladegerät aus, Punkt, fertig, und tut nichts mehr. Wenn ich jetzt aber einen Kühlschrank an diesem Ladegerät anschließe, an der Batterie anschließe, oder sonst einen Verbraucher, der die Batterie ein bisschen leer zieht, das Ladegerät lädt nicht mehr nach, was der Kühlschrank rausnimmt. Also für den Einbau in einem Boot, Wohnmobil oder sonst irgendwo ist dieses Ladegerät absolut nicht geeignet. Ich äußere mich nicht über Stückzahlen, aber wir haben das mit unserem Logo bekommen. Das heißt, wir haben mehr als 2 Stück gekauft. Wir haben jetzt das Problem, dass das eben nicht funktioniert wie für uns gedachte Anwendung. Und eigentlich auch kommunizierte Anwendung. Wir haben jetzt das gleiche Netzgerät umgebaut. Wir schrauben das Teil also auf, nehmen den Deckel auseinander und ihr seht hier, man sieht es schlecht, wir haben eine Änderung durchgeführt. Hier hat es brünierte Schrauben und hier bei der Sicherung ist das geänderte Gerät, hat eine verzinkte Schraube, also silbern. Man sieht schlecht, wenn ich das hier hinhalte. Ja, vielleicht sieht man es. Also das geänderte Gerät hat auch keine Klemmen mehr. Wir pressen die weg und machen 2 8 mm Ringe drauf, dass man sie direkt an die Batterie anschließen kann. Der Rest bleibt gleich, die 20 Ampere und so weiter, aber die Abschaltung ist weg. Wir haben die rausprogrammiert. Somit kann ich das Ladegerät jetzt brauchen in einem Wohnmobil. Wir haben im letzten Video, das klar verlinke ich euch nachher oben, gesagt, auch wenn danach mein Stecker rauszieht, das funktioniert jetzt alles bei diesem Ladegerät. Also das Video von gut letzter Woche, 18. war schlafloses Wochenende, aber es hat funktioniert. Das Gerät lädt jetzt so, wie es sein sollte. Und wir werden diese Ladegeräte mit dem Stecker und so zum Einmalladen nicht mehr ausliefern. Wir haben zwar noch am Lager, weil wir sind nicht so schnell mit Umbauen. Der Preis bleibt sich gleich. Also es gibt Ladegeräte, die sind so auf dem Markt, die nur einmal gebraucht werden können fürs Laden, wahrscheinlich die meisten, weil das ist, für den Chinesen ist das Standard, man muss eine Batterie einmal laden, nicht, dass man noch irgendwie im Verbraucher, wie Innenbeleuchtung, Kühlschrank oder sonst was anhängt. Das ist, für den Chinesen war das irgendwie nicht verständlich. Der hat das nicht begriffen, dass das in Europa so läuft, sondern er sagt, ich habe das Ladegerät, zum einmal eine Batterie vollladen, nimm die wieder weg, fertig. Er kennt das nicht mit Laden und Entladen parallel von einer Batterie. Ja, eben hier oben ist das Video, wo ich den Rückruf getätigt habe. Wir tauschen die Geräte alle aus, das ist kein Thema. Hier oben mache ich euch ein Video von unserer Batterie. Und wenn ihr mehr Infos wollt, Abo drücken und ich wünsche euch einen schönen Tag.